Einen wunderschönen guten Nachmittag, Frühabend, was auch immer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich dachte mir, heute Sonntag, ich bin sehr, sehr unmotiviert bisher gewesen. Und ich habe irgendwie jetzt gerade so ein bisschen doch den Arsch hochbekommen und ja, war jetzt plötzlich wieder motiviert, was zu tun. Ihr hört vielleicht im Hintergrund, zum einen hat der Kali hat unseren Handstaubsauger, aber ich meine eigentlich den anderen Staubsauger, vielleicht hört ihr den nämlich. Den habe ich gerade rumgeschickt im Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flur und Küche. Da habe ich eben alles hochgeräumt, dass der da rumfahren kann. Im Kinderzimmer habe ich aufgeräumt. Und dann habe ich eben mit dem anderen Staubsauger selbst noch was weggesaugt. Und der Karl staubsaugt hier jetzt auch. Und ich wollte euch jetzt noch so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht auch nochmal so eine kleine Abendroutine, Wochenendabendroutine. Drehen. Ich habe extra jetzt die Speicherkarten leer gemacht und bin plötzlich wieder total motiviert. Genau, mal sehen, was jetzt noch so passiert. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall in der Küche aufräumen und sauber machen und in der Stube. Gerade am Bus, ihr seht hier unten voll das Chaos und wir haben, das haben wir noch nirgendwo in einem Video erzählt, hier vorne jetzt noch eine Schlafmöglichkeit. Ich zeige euch mal eben die Konstruktion. Was ist das denn? Ach, das ist vom Dings hier, Schalthebel. Wir haben nämlich gerade ein kleines Problem mit der mit so einer Gummikugel an der Schaltung, aber das reparieren wir diese Woche noch. Genau, also hier ist ein Bein, ein, ja, ich sag mal, so einklickbar und da hinten. Und dann haben wir hier so ein, wie so ein Lattenrost, der in der Mitte ein Loch hat, wo der Schalthebel durchgeht und dann ist hier die Matratze drauf. Wir machen jetzt gleich Essen und ich werde jetzt alle Reste, die wir noch haben von heute Mittag, gestern Abend und das war's, hier herstellen. Du kriegst gleich was zum Abendbrot, okay? Ja! So, wir sind jetzt hier im Schlafzimmer. Das Licht ist ein bisschen spannend. Wir haben, also unsere Lampe ist so oder so nur zur Hälfte funktionstüchtig. Und dann haben wir das Licht auch, wie ihr seht, nur in diese eine Richtung gerichtet, weil wir hier mal Bilder gemacht hatten. Wird es scharf oder wie sieht es aus? Ja, vor der Wand und ja, jetzt ist halt nur die Ecke gut beleuchtet. Die hier weniger. Ist ja aber nicht so schlimm. Vielleicht gibt es auch irgendwann eine neue Lampe. Das wäre natürlich sehr gut. Das könnte ja auch geschehen im Zuge dessen, dass wir hier, oder ich sehr interessiert daran wäre, hier nochmal ein bisschen, den ganzen Raum nochmal ein bisschen umzugestalten. Zum einen, ich zeige euch mal, also bitte nicht erschrecken, hier herrscht wie gesagt Unordnung, weil wir haben schon ein bisschen angefangen, aufzuräumen, zu sortieren und so. Wir haben hier unser wunderschönes Palettenbett. Das möchte ich auch gerne so beibehalten. Wir haben jetzt bloß von unserem Sofa ist hier übrig diese Rückenlehne, die ich gerne als so ein Teil, also so an der Wand hätte, wo man dann sich anlehnen kann, wenn man im Bett sitzt. Das ist natürlich, ihr seht ja, definitiv nicht ganz so lang oder so breit wie das Bett, aber ich glaube, das ist trotzdem ganz cool. Zumal das halt einfach übrig ist und ja, bestimmt auch bequem ist, wenn man sich hier anlehnt und durch die Nähte eigentlich ganz stilvoll und genau. Dann haben wir hier einmal unsere selbstgebaute Schrank,
Konstruktion, die natürlich sehr, ich sag mal, kreativ und auch ziemlich schnell da war, also kreativ ist und ziemlich schnell da war. Was mich persönlich irgendwie stört, ist, dass man jetzt, wo das Bett da steht, die Gardinen nicht so schön zumachen kann, beziehungsweise es halt aufwendiger ist, Gardinen auf und zu machen, und wenn die offen sind, stauben die Sachen natürlich sehr schnell ein. Und es wirkt halt auch immer so unruhig, weil die Sachen natürlich sehr bunt sind und so. Ja, keine Ahnung, weil es halt so ein offener Schrank ist. Aber an sich ist der halt ziemlich cool. Aber wir haben halt vorhin zum Beispiel einfach mal so aus Spaß und so ein Ikea-Pax-Planer da aufgemacht und so ein Kleiderschrank designt. Ich kann euch jetzt auch ein Bild einblenden. Das ist im Prinzip wieder von Karl, bloß in eine Nummer tiefer, also nicht 35, sondern 58, glaube ich. Genau. Dann hätte ich gerne hier für diese Ecke, wir haben zwei Schreibtische und ich habe meinen schon größtenteils ausgeräumt, weil ich hätte gerne irgendwie einen Schreibtisch nur noch. Die beiden passen zum einen überhaupt nicht zusammen und zum anderen zu dem Rest vom Raum auch nicht. Ja, da hätte ich gern irgendwie was anderes. Und hinter mir sind jetzt hier so Regale. Die finde ich an sich eigentlich ganz cool soweit. Allerdings ist halt die Frage, wenn wir einen neuen Kleiderschrank oder so hätten, müsste der hier hin wahrscheinlich. Wenn die Schreibtische da oder der neue Schreibtisch oder was auch immer, die Schreibtischecke da bleibt und das Bett an die Wand rankommt, wo jetzt der Schrank ist, mit dem Rückenteil dann oder sowas. Weil das kann man ja schlecht hier beim Fenster montieren. Wir schlafen ja zurzeit in die Richtung, also Kopfende hier hinten beim Fenster, und da kann man das Rückenteil nicht schön montieren. Dann könnte man einfach die Matratzen drehen. Wir schlafen in die Richtung, weil das Bettgestell ist quadratisch. Soweit erstmal so von der Überlegung her. Ich blende jetzt mal ein, was ich für einen Tisch ausgesucht habe. Ja, aber das ist jetzt noch nichts irgendwie fest geplant oder so. Aber wenn es da irgendwie mal ein Update gibt oder so, nochmal eine größere Umräumaktion oder so, dann nehmen wir euch da bestimmt mal mit. Und ich finde es eigentlich auch gerade ganz schön hier, so wie aufgeräumt das aussieht. Ihr wisst natürlich nicht, wie es vorher aussah, aber hier unten ist halt leer. Da war meine Box drin, die steht jetzt hier. Dann ist hier leer und hier ist leer. Hier oben ist nicht mehr viel drin und hier ebenso. Und hier oben drauf habe ich auch ganz, ganz viel aufgeräumt. Bei Philipp sieht es auch sehr ordentlich aus. Da hat jemand eine Tür zugemacht. So, wir sind mittlerweile unscharf. Oh, hier ist Dreck auf der Linse und der wurde scharf gestellt. Wir sind mittlerweile im Bett. Das bedeutet, ich habe, beziehungsweise wir haben zusammen alles aufgeräumt, was im Bett war. Wir haben gerade noch eine Videoprobe geguckt und jetzt darf Philipp noch was erzählen. Also, von unseren ganzen Räumen in der Wohnung finde ich das Schlafzimmer definitiv am unstimmigsten und es sieht halt noch am meisten, sag ich mal, wie Studentenbude eher noch aus, weil das alles so ein bisschen zusammengestückelt ist. Das Bett mag ich, weil das ist der Stil, den wir generell mögen, mit den gesagt, Paletten. Ja. Aber auch wenn das wirklich so mit das Günstigste, nicht das Günstigste, was du machen kannst, aber das Einfachste, also einfach und, dass du trotzdem sehr hoch liegst, aber ja. Ja, was ich aber noch sagen wollte, was du gesagt hast, der Raum ist halt der einzige, den wir noch nicht renoviert haben. Wir sind ja hierher gezogen. Renovieren ist ja eher so mit Malern, keine Ahnung. Haben wir ja eigentlich auch, zum Beispiel in der Küche mit Schwarz und Grau. Aber ist auch egal, wir sind hierher gezogen mit den Möbeln aus der alten Wohnung komplett. Haben die erstmal alle so abgestellt und haben dann gemerkt, dass es einfach nicht passt, weil die andere Wohnung komplett anders geschnitten war. Ja. Wir haben unsere Küche komplett renoviert. Ganz kleines bisschen, ja. Wir können mal Vorher-Nachher-Bild, also Vorher-Bild und Nachher-Bild, Vergleich kommt jetzt. Kühlschrank steht, alle Schränke unten stehen, Waschmaschine und Geschirrspüler stehen. Dann haben wir das Esszimmer, was ehemals bei uns richtig stubenmäßig war, komplett umgeräumt. Gibt es jetzt auch Vorher-Nachher-Bild. Jetzt sind wir im Wohnzimmer. Da steht die komplette Schrankwand schon. Dann haben wir einen Balkon dran geschraubt bekommen.
Hier kommt ein Balkon ran. Es ist jetzt noch kein Balkon da, da ist erstmal nur ein Gerüst vor der Tür. Dann haben wir das Kinderzimmer. Okay, Kinderzimmer müssen wir dazu sagen. Die Kamera in die Fresse fliegt. Müssen wir dazu sagen. Wir hatten ja in der alten Wohnung kein richtiges Kinderzimmer. Wir hatten da nur. Gar keins, wir hatten nicht nur kein richtiges Kinderzimmer. Wir hätten ihn ja in die Kammer bringen können. Ja. Aber wir hatten das Kinderbett im Schlafzimmer. Wir hätten ihn noch in der Dusche lagern können. Wir hatten den Wickeltisch im Schlafzimmer und wir hatten seinen Schrank in unserem Abstellnische. Schrank? Ja. Was für Schrank? Was Schrank? Sein Kleiderschrank. Stimmt! Auf jeden Fall haben wir halt ja uns die Wohnung gesucht mit einem Zimmer mehr, weil wir ja wussten, wir brauchen dann ein Kinderzimmer und so. Und das Kinderzimmer, muss ich sagen, haben wir nicht nochmal komplett umgeräumt, insofern, dass wir es neu gestaltet haben, sondern wir haben einfach zum Beispiel sein Bett rüber getan, als er dann in seinem Zimmer alleine geschlafen hat. Das und war nämlich auch am Anfang hier in der Wohnung noch hier im Schlafzimmer. Genau, und da dementsprechend die Kommode raus, die jetzt im Wohnzimmer, also im Esszimmer steht. Das war eigentlich, glaube ich, auch mit der ausschlaggebende Punkt, dass wir das Wohnzimmer umgeräumt haben. Generell so eine große Umräumaktion gemacht haben. Genau, aber dann zum Beispiel noch ein Thema der Flur. Da hatten wir, also wir hatten ein Chemnitz-Flurmöbel, das war die Kommode, die dann hier in Karls Zimmer und jetzt im Esszimmer stand. Die ist schon gut durch die Welt gereist. Ja, ne? Aber die hat halt kurzzeitig im Schlafzimmer. Wir hatten die hier auch im Schlafzimmer. Bevor wir unsere Stube ausgeräumt haben, stand die hier auch vor dem Bett. Ja. Auf jeden Fall hat die aber hier in unseren Mini-Mini-Mini-Flur, obwohl der in Chemnitz auch nicht groß war, aber der hier ist noch kleiner. Der hier ist schmal, der in Chemnitz war quasi ein Quadrat. Deswegen haben wir uns hier für den Flur sozusagen erstmal komplett neue Möbel gekauft. Also, ach ja, stimmt. Wir hatten zwar einen, Flur einen Kleiderständer aus Chemnitz, der steht jetzt bei Philipp auf Arbeit. Ja. Also das Bad, genau, in Chemnitz war das Bad auch winzig, aber das hat uns damals nicht gestört, also wir brauchten nichts weiter. Und da hatten wir nur den Wäscheständer, Wäschekorb. Achso, wenn ich weiter weggehe, bin ich nicht mehr zu sehen. Ja, und ansonsten ach, und den Unterschrank. Spiegel und mit Ablage war schon. Also Spiegel gehörte zur Wohnung. Ja, war in der Wohnung drin, genau. Und was hast du gesagt? Na, den Unterschrank hatten wir. Den haben wir jetzt auch mitgenommen, der passt halt wirklich noch nicht so richtig da rein. Was wir sagen wollten, wir haben eben dann, als wir hergezogen sind, auch Badmöbel erstmal komplett neu kaufen müssen. Und das war sozusagen auch, dann haben wir nichts umgeräumt oder so, aber hatten wir auch keine alten Möbel. So, aber dieser Raum hier, Schlafzimmer, das ist der von allen Räumen am meisten vernachlässigte Raum überhaupt. Wir hatten hier über Wochen und Monate ein Werkzeug- und Baumateriallager. Das war viel mehr eine Werkstatt als Schlafzimmer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Stimmt, für die Küche. Ja, und auch vom Bus und alles. Also ja, Küche, Bus, alles lag hier, war hier. Schrecklich. Und dieser Raum bekommt einfach von uns keine Liebe. Naja, man ist halt hier auch nur morgens, bis der Wecker klingelt und dann abends halt, bis man schläft. Also ja, aber jetzt gerade wo... Also, weißt du, man ist halt nicht ewig hier. Ja, und wenn man hier ist, hat man meistens die Augen zu, aber jetzt gerade, wo das Semester wieder angefangen hat und wo Philipp bald Prüfung hat und so, halten wir uns doch des Öfteren hier drin auf. Und ich persönlich fände es schon schön, wenn das alles immer noch ein bisschen abgerundet wird und deswegen man dem Schlafzimmer auch nochmal einen komplett, nicht komplett, weil das Bett bleibt auf jeden Fall da, aber nochmal einen neuen Look, beziehungsweise einfach noch ein bisschen Liebe schenken würde. Wir haben hier auch nichts gemalert. Das ist auch sowas. Also Lampe neu finde ich gut, damit man vielleicht auch mal überall Licht hat in jeder Ecke vom Raum. Dann den Schrank an sich finde ich auch gut, den Pax, den haben wir ja auch bei Karl im Zimmer. Ja. Was denn? Jo. Dann haben wir, wie gesagt, bei keinem Zimmer. Nein, das, genau. Ich finde den halt relativ teuer für das, was er kann, da wie das ein normaler Schrank ist. Aber wir haben uns jetzt auch einen konfiguriert mit Glas-Dings. Glasböden, ja. Und Glas. Zwei Glasböden und zwei Glasschubfächer. Und ja, oh, wie cool. Braucht keine Sau. Ja, aber dadurch kommt auch der Preis zustande. Und dann lassen wir die weg. Aber nein, die sind so schön. Mal gucken. Ich finde an sich die Idee cool, bin gerade aber wenig motiviert, irgendwie das so alles neu zu machen, das Schlafzimmer.
Aber wenn ich dich überzeugt kriege, dann hast du da plötzlich auch Spaß dran und freust dich über das Ergebnis. Ja, ich freue mich auch, wenn ich jetzt schon dran denke, dass ich den Pax aufbauen darf. ich weiß, jeder sagt immer, das ist ein Krampf, aber ich mag die Sachen, ich mag einfach so Ikea-Sachen aufzubauen. Wirklich, du bist der einzige Mensch, der sagt, ich freue mich, einen Pax aufzubauen. Wirklich. Ja, hey, das ist wie Lego-Technik für Erwachsene. Nein, ich finde das cool. Ist aber egal. Jedenfalls, das Einzige, was wahrscheinlich nur schwierig wird, dass wir uns auf einen Schreibtisch einigen. Ja, wobei ich vorhin einen schönen gefunden habe bei Ikea, den Philipp auch okay findet. Der ist auch wirklich nicht teuer, der kostet nur 150 Euro. Und welchen? Den Schreibtisch, der ist weiß und hat Beine. Ich zeige ihn dir. Der Esstisch. Eigentlich ist ein Esstisch. Der war von Ikea? Ja. Ach so. Wenn es ein komplettes Schlafzimmer-Makeover oder wie man sowas nennt, gibt... worauf ich voll Bock hätte, dann gibt es ja bald auch ein Video zu. Es gibt auch irgendwann mal noch ein Küchenvideo. Ja. Ein endgültiges. Ein Küchen-Car-Porn, ein Küchenporn. Dann bis zum nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Einen Daumen da lassen. Schreibt uns eure Ideen. Fragen. Ja, schreibt ganz viele Fragen. Ideen, ganz viele Ideen, die wir hier noch einbringen können. Wir sind bei sowas echt schlecht. Helft uns bitte. Danke. Tschüss.